Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So ganz fantastische Dinge warten auf uns, wie zum Beispiel Ressourcen sammeln für größere Kisten, dass wir mal den Mist hier endlich abreißen können. Und neue Schlafzimmer braucht man natürlich auch. Ich habe schon ein bisschen mein Inventar entrümpelt. Ist zwar noch ein bisschen Rümpel drin, aber das kriegt man hoffentlich noch kurz aus. Baldowert Kupferbahn würde ich hier rein tun. Himbeere, die kipp ich mir gleich mal hinter die Binde. Oder werde sie eher gesagt mampfen. Schubsaft brauche ich im Moment nicht. Kann hier verweilen. Gegrilltes Fleisch ganz wichtig. Ob sie denn Tafeln braucht man. Dynamit nehmen wir mal mit. Wolfsrellen lassen wir hier. Der Rest passt eigentlich. Obwohl, das sind ja nicht mehr die guten Sachen. Die könnte man eigentlich auch einfach. Ja, könnte man eigentlich auch einfach hier im Busch entsorgen. Raus mit euch. Wir haben ja viel besseres Zeug. Hätten wir auch Charlie in die Hand drücken können, was soll's. So, wie läuft's hier? Oh, die Kacke ist am Dampfen. Die nehmen wir dann mal raus. Damit hier genügend Platz ist, ist das die gesamte Deckgröße. Egal. Die müssen wir vielleicht noch unterbringen. Das lassen wir hier. Das ist wertvoll. Erde und Kacke. Braucht man garantiert später. Na, wieso sah die Kiste so groß aus? Vielleicht im aus dem Augenwinkel. Weil die hier sehen kleiner aus. Naja, auch nicht. Auch nicht unbedingt. Na gut. Kacke und Erde. So, dann finden wir die hoffentlich wieder. Bestimmt eine matschige Erfahrung da gerade in der Kiste. Geschliffener Bernstein haben wir hier noch ein bisschen. Da hat er eigentlich nichts verloren. Und dann brauchen wir ganz viel Schneebeeren-Shakes. Dafür ist die Saftpresse. Schneebeeren-Shakes. Schneebeeren sind schon drin. Kuhsaft kommt sofort. Da haben wir ja 7 Stück. Das heißt, da sollten auch 7 Shakes rauskommen. Können eventuell noch mal eine Kuh anfassen für mehr Milch. Oder wir locken die zu uns in unsere heiligen Hallen, in unser schönes kleines Dorf. Da fischen wir natürlich auch eine Idee mit dem lila Spot da. Gibt's doch nicht. Habe ich hier alle Kühe weit und breit abgemolken, dass die nicht mehr zu finden sind. Naja, da müssen wir uns jetzt auch nicht den Hals nach verrenken. Auf dem Weg in die Wüste wird bestimmt irgendwas in unsere Richtung moon. Hier sind noch mehr Häufchen, bevor jemand... Nein! Häufchen ist explodiert. Wieso explodieren die Häufchen? Die nehmen wir mit, bevor sie noch jemand klaut. Wisst zwar nicht, wer das tun soll, aber es gibt komische Leute. So. Schneebeeren-Shake ist ready. Ich bin's auch. Nehmen wir mal mit. Fleisch können wir auch brauchen. Die Schneebeeren lagern wir hier mal ein. Eine Billo-Kiste bitte. Möbel, Aufbewahrung, Planken. Die habe ich doch vorhin hier noch reingestopft. Nehmen wir mal die 30 Stück mit. Machen ein paar, ja, nicht besonders großzügige Kisten. Vielleicht direkt ins Eck irgendwie. Das sieht scheiße aus. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht doch. Na gut, da kommt das rein. Bisschen Kacke, bisschen Schneebeeren. Knochen nehmen wir mit. Wollfaden lassen wir da. Planke lassen wir da. Fleisch nehmen wir mit. Spitzhacke haben wir gute. Die Waldachs will ich nicht verlieren. Ist egal. So, wollen wir dann fahren? Wie lange kann das Ding überhaupt noch fahren? Hineinsetzen. Wir werden es rausfinden. Und über die schönen Himbeeren. So, der Straße nach und dann kommen wir eigentlich direkt an eine schöne Höhle an und da wird uns spätestens dann der Treibstoff ausgehen. Na, schon in Ordnung. Damit müssen wir uns halt arrangieren. Ich wünschte echt, ich hätte hier ein Turbo. Muss ich mich informieren? Wollte ich mich nicht schon informieren? Ich habe keine Ahnung. Ich komme gerade ein bisschen mit den Spielen durcheinander. Ich zocke ja sehr viel gleichzeitig. Roadkill, Roadkill, Roadkill. Och, nur verschoben. Dann ist mal eine Mechanik hier, die ich nachschauen muss, mal eine Mechanik da und dann verpeile ich es irgendwie. Vor allem bei Lego Fortnite, das spiele ich nur wirklich eine Stunde in der Woche.
gleich eine Stunde 20, um mich wieder dran zu gewöhnen, aber ist echt nicht viel Zeit, die ich hier gerade im Spiel verbringe, um mir das alles zu merken. Obwohl wir schon bei Episode 24 sind, das konnte ich mir zumindest merken. Ich weiß nur nicht, dass die Episode am Sonntag erscheint und dann muss es die 24 sein. So einfach ist die Logik dahinter. Charlie macht das schon. So, Höhle. Warme Höhle, kalte Höhle. Definitiv eine warme Höhle. Da hinten ist sie ja schon. Na gut, das werden wir erreichen. Spawnpunkt sollte man natürlich auch wieder hier festlegen. Aber mein Bett sollte ja noch hier stehen eigentlich. Das könnte man mal markieren mit so einem Kartenmarkierungsding. Ich glaube nicht, dass es da hinten war. Ich glaube eher, ich habe die weiter links genommen. Ist egal. Höhle ist Höhle erstmal. Kühe habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber mein Bett steht da. Also, richtige Höhle erwischt. Ja, ja. Sehr warm hier. Einmal schlafen. Und sehr gut. Jetzt bauen wir hier, falls was passiert. Wollen wir nicht hoffen, dass was passiert. Dann einmal schlürf. Schneebärenshake. Gibt nichts Besseres. So, dann macht es keinen Sinn, die gute Axt unten zu haben. Und nicht so eine Spitzhacke, weil wir wollen ja Zeug abbauen. Oh shit, ich habe Holz dabei. Könnte man natürlich auch da unten im Fundament probieren. Zumindest wurde mir gesagt, dass das auch funktioniert mit Holzfundamenten. Ja, bin ich mal gespannt. Oder ob ich dann wieder einen heißen Hintern bekomme. Habe ich da eigentlich noch was Wichtiges drin? Na, ein bisschen was haben wir rein. Chilisamen nehme auf jeden Fall mal. Und die Ranken, dafür ist Platz da. Und ich bräuchte echt mal so ein Kälte-Hitzeschutz-Ding. Du bist schon hochgegangen, das ist ja praktisch. Nein! Lavaspinne! Und Brightcore nehme ich mit. Ich glaube, das ist aus Holz und das reicht sogar. So, Fundament, kein Bett. Fundament. Fundamentale Gesetze der Physik. So, was braucht es? Einfach nur Holz? Achso, brauche ich ja nicht. Oh. Charlie! Wir werden angegriffen. So. Hat der sich selbst in die Luft gesprengt? Ja, sowas macht man aber nicht. Nein, da liegt ja noch eins. Kollege. Wer mit Dynamit wirft, hat es nicht anders verdient. So. Aber gut, dass die auch Brightcore geben. Deswegen sind wir ja hier. Ja, ich weiß, mir ist warm. Fleisch würde ich sagen hinterher. Eins Hammer. Schmeckt das gut. Noch richtig schön nachgerüstet hier. So. Ja, das hat sich ja gelohnt, die noch zu verbrauchen. Naja, Inventarplatz mehr ist Inventarplatz mehr. Nur nicht auf den Untergrund nochmal hauen, so wie letztes Mal. Ja, das funktioniert ja hier wunderbar. Ja, gleich sollte ich den nächsten Schneebären-Shake nehmen, weil ich natürlich nichts anderes zu essen dabei habe zum Hochheilen. Hitzeeffekt wird eigentlich noch 7 Minuten anhalten, beziehungsweise der gedämpfte Hitzeeffekt. Naja. Wir werden das Beste draus machen. Aber für Brightcore sieht es richtig bright aus im Moment. Guck mal, wie viel wir schon wieder haben. 32 Stück. Können wir ja die ganze Kupferkolonie, die wir irgendwo noch haben, verarbeiten. So, hier gibt es Holz an den Wänden. Holzfundament. Mit bisschen Mut zur Lücke. Ah, das ist wunderbar, dass das funktioniert. Ja, Spiel, ich weiß, dass mir warm ist. Ne? Charlie, du hast alles im Griff. Der geht gleich hoch. Pass auf. Ah, hast ihn erwischt. Ne, gut.
ein Glück haben wir den gelben Freund dabei. Auch wenn er manchmal dämlich vor mich läuft. So. Oh, ist das geil. So viel Brightcore hat man noch nie. Der wird sich lohnen. Der wird sich auf alle Fälle lohnen. Und wir brauchen Obsidian. Ja, geh mal weg, Charlie. Charlie, komm hier. Komm hier. Komm hier. Nicht vor den Ressourcen stehen. So weit wird's noch kommen. Ah, Obsidian. Das sieht doch so aus wie Obsidian. Da ist noch ein Höhlenausgang. So, ich glaube, ich bringe die nächsten. Gut für die Gesundheit. Schlecht für effizienten Einsatz von Anti-Wärmemitteln. Ja, damit kommen wir klar. Damit kommen wir irgendwie klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Obsidian-Tafeln wir brauchen. Wahrscheinlich so viele wie Kisten. Wir wollen mal 7. Irgendwie habe ich im Kopf, dass es 7 Tafeln braucht. Wer weiß das schon so genau. Ich meine, wir könnten jetzt nachsehen. Es sind 6. Na gut. Und ordentlich Kupfer brauchen wir auch. Charlie, versteckt man sich doch nicht in die Kamera. Kannst doch hier nicht deinen ganzen Körper präsentieren. Obwohl der so schön länglich und gelb ist. So, was haben wir hier? Da gibt es noch jede Menge Bright Core. Spinny. Spinnylein. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Geh hoch, zünde. Ja. Oh, nee. Charlie ist echt auf Krawall aus heute. Das gefällt mir. Nein, Charlie. Nein, geh mal mit. Au. Wie weit kannst du werfen, Kollege? Und wo liegt hier noch was? Wieso hat der Stein hilft? Nehmen wir ihn am besten auf. Können wir ihn gut versorgen? So, die Klaue und die Samen nehme ich. Ach, das waren auch noch Samen. Nehme ich auch. Dann haben wir hier Kupfer. Wunderschönes Kupfer. Kupfriges Kupfer. Fundament. So, fundamentale Eigenschaften. Nein, irgendwie. Gut, das müsste reichen. Das sieht gut aus. Kriegt man noch ordentlich Kupfer mit? Ob man da oben ohne weiteres rankommt, keine Ahnung. Ich schätze, wir werden es demnächst rausfinden. So. Also hierfür sind wir echt schon ganz okay gerüstet. Das war zu klein, das wollte ich nicht. Bitte einmal geht das. Hallo? Einfach irgendwie platzieren. Und nochmal, wenn es möglich ist. Na? Hinter mir kämpft wieder jemand. Oh shit. Charlie. Kann sich nicht immer besiegen lassen. Wie viel Leben hat denn der Kollege hier? Eindeutig zu viel. Jetzt hat er keins mehr. So, ich wollte doch nur hier ans Kupfer ran. Meinst doch gar nicht böse mit euch. Müssten mich nicht immer angreifen. Na, wunderbar. Und her mit euch. Und ja, dass das nicht klappt, war klar. Da können wir uns natürlich hochbauen. Aber ohne Begleiter mache ich hier nichts mehr. Da oben gäbe es auch noch Kupfer. Also müssen wir das schon irgendwann mal hier gescheit abbauen. Das wollt's nämlich mit, das gehört mir. Nochmal ein Shake für die Gesundheit. Das war echt doof geplant, nichts anderes mitzunehmen. Naja, aus Fehlern lernt man. Da ich so viele mache, lerne ich auch entsprechend viel. Das nochmal Brightcore. Hier können wir ja kurz rüber. Ja, bisschen schwitzen kann man ja mal. Dann nehmen wir das hier mit. Und ich glaube, dann können wir auch die Höhle schon verlassen. Kupfererz haben wir noch ein bisschen was. Ja, Obsidian ist halt die Frage. Da haben wir jetzt nicht so viel. Da haben wir noch was. Finde es ein bisschen schlecht, dass ich mich da echt hochbauen muss. Gibt es hier nicht so Fundamente, die ein bisschen höher sind? Vielleicht kann ich an der Treppe einfach was randingeln. Kommen aber fast schon 2 Treppen. So, und dann einfach
Ich bin kein Statiker. Mit so einem leichten Dachelement. Nicht Fundament, Wände, Böden. Bodenelement meinetwegen. Einfach dran. Irgendwie. Ja. Nein. Vielleicht. Mensch, sieht meine Baukunst scheiße aus. Okay, das kann natürlich hier nicht einfach daneben hängen. Das ist hier nicht Minecraft. Das hier ist ein ernstzunehmender Statikunterricht. Also pass gut auf. Irgendwie so. Da muss jetzt erstmal reichen. Bis wir besser werden. So, mit dem Obsidian reicht es auf jeden Fall für 6 Kisten annähernd. Obwohl, das reicht für 6 Kisten. Eine Tafel haben wir noch. Vielleicht können wir noch ein bisschen was extra gebrauchen. So, und dann raus hier, sobald alles eingesammelt ist. Raus hier. Und da wäre noch Brightcore, das sammeln wir auch noch ein. Und dann raus hier. Irgendwie müssen wir uns hier nützlich machen. So, Brightcore, hier damit. Und dann zum nächstgelegenen Ausgang, zu dem da hinten. Nein, da liegt ja noch Brightcore. Wie ist das passiert? So, dann kann man natürlich auch das schöne Teil da verwenden. Hui! Und dann könnte man... da gibt es ganz viel Kupfer. Dann wisst mal, wo wir hin müssen beim nächsten Mal. So, die Axt nehmen wir kurz. Ich weiß, ein bisschen Verschwendung. Ah, dann ist der Holzstab schon mal nicht mehr im Weg. Alles gut da hinten? Ich denke, da hinten ist alles gut. So. Da ist auch noch... Ist das ungeschliffener Rubin oder ist das Kupfer da oben? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal raus. In der Hoffnung, dass kein Sand oder Wüstenhühner auf uns lauert. Das sieht erstmal gut aus. Wo sind wir denn überhaupt? Wie sind wir denn da hingekommen? Okay, dann müssen... Nein! Ich werf immer noch die scheiß Fackeln. So. Sandwolf! Charlie! Der ist so bissig. Der ist so bissig. Ah, anscheinend doch nicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was habe ich zu essen? Nix, was sich lohnt. Ich könnte Chilisamen fressen. Besser als das Schneebärengedöns zu verbrauchen. Oh, goldene Kiste. Güldene Kiste. Und Leute, die es verteidigen. Na gut. Auf die Gesundheit. Ich weiß, es ist dämlich. Verbraucht Milch. Was soll's. Wirft noch jemand mit Dynamit. Okay, Kiste ist explodiert. Ein Brot! Her damit! Nein! Schubsaftbeere? Wäre doch auch gar nicht so. Knochen lassen wir mal fallen. Schubsaftbeere. Ach, schade. Das. Ah, Schubsaftsamen haben wir so. Dann könnte ich die aber fressen. So, Weizenkorn wird sich natürlich auch lohnen mitzunehmen. Was haben wir hier? Kurzschwert, ist das ein gutes? Nee, sieht nicht so aus. Planken und Sandpanzer immer ganz wertvoll. Ranken nicht so. Stein haben wir eigentlich auch genug. Stück Fleisch. Ach, das ist alles so wertvoll gerade. Ich kann mich doch von nichts trennen. Da kommen die Steine erstmal raus. Sandpanzer rein. Na gut. Dann Schubsaft. Leckerer Schubsaft. Okay, hier haben wir so eine Art kleines Dock, das man reparieren könnte. Beziehungsweise abbauen und was Gescheites hinsetzen. Dann das heben wir uns vielleicht noch auf. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Oh. Sieht richtig genug aus. Hähnchen sind auch hier. Unglaublich, dass die nicht so heiß wird. Sandpanzer. Müssen wir jetzt nicht unbedingt von mir aus... Hast du... Du hast dich im Wasser selbst. Okay, das ist eine Technik für Dinge am Strand. Wenn die einfach durch Wasser selbst zerstört werden. Das können wir ja nochmal probieren.
Oh, der explodiert eher in Charlies Gesicht. Entschuldigung, Charlie, aber du hast dich wacker geschlagen. So, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt nicht zum Auto zurück, sondern direkt ins Dorf. Skorpione, die mag ich gar nicht eigentlich. Genau deswegen haben sie Charlie noch zerlegt. So, Fleisch nehmen wir natürlich mit, Ranken auch. Ach, können wir gar nicht. Wieso können wir das nicht? Weil wir keinen Stack dafür haben. Ich glaube, die habe ich aussortiert. Ups, passiert den Besten. So, da müssten wir jetzt aber allerdings eine Brücke zwischenbauen, weil das ist jetzt dämlich. Da kann ich doch niemals rüberschwimmen. Und Bandidos! Einen haben wir mal angelockt. Das ist gar nicht so schlecht. Wird die anderen gern... Au. Mit bisschen Dynamit bewerfen. Hinter mir ist wieder ein Vieh. Und Charlie. Das ist gut. Nicht, dass da ein Vieh ist. Scharfe Chili muss nicht sein. So, Dynamit. Fress das! Könnt doch nicht alle ausweichen. Shit. Das war wieder nicht die richtige Waffe. Haut nicht alle auf Charlie. Alle hauen sie Charlie. So, was haben wir hier? Ein Brot nehme ich. Glas brauchen wir gerade nicht. Spiegelei, das wäre praktisch. So, wir könnten natürlich probieren, uns leicht rüber zu bauen. Ich glaube, das wäre so langsam angebracht. Wie viel Holz haben wir? Gerade genug, damit das irgendwie was werden könnte. So, Fundamenten. Ah, hier haben wir große Fundamente. Gehwegfundament. Seit wann haben wir die Dinger denn? Die sind neu. Cool. Müssen wir ausprobieren, aber nicht jetzt. Holzfundament breit. So. Kann ich das... Hä? Wieso rotiert es nicht mehr? Ausrüstung. Jungs, da rotiert nichts. Na egal. Ernsthaft? Snappt es nicht? Ach, scheiße. Nein! Versatz! Hallo? Ah, wieder ein Vorrat. Ernsthaft, ich kann das nicht aneinander dingeln. Wie baue ich dann leichte Brücken? Ja, hoch. Hoch ist nicht gut. Ah, schade. Vielleicht so ein Gehwegfundament. Da brauchen wir aber Stein. Und ich dachte ja, ich brauche keinen Stein. Das tiefe Wasser. Wir versuchen zu schwimmen. Wir versuchen erstmal Schubsaft zu uns zu nehmen und dann zu springen. Ja, das mit dem Springen hat wunderbar geklappt. Also ich bin mir noch nicht sicher, dass sie noch keine Boote haben. Wundert mich aber. So, und springen und schwimmen. So, wir können ja nicht untergehen. Wenn wir über der Hälfte des Weges sind, ist so die Hoffnung, dass wenn wir an Ufer gesetzt werden, dass es auf der richtigen Seite passiert. Ich weiß nicht, ob das hier zielführend ist. Wir werden es gleich erfahren. Scheiße. Scheiße! Jetzt kann man nicht mehr von der Insel runter. Also, Vorschlag zur Güte. Wir probieren das gleiche nochmal hier. Wir können ja hier raufgehen. Sandpanzer. Und dann schwimmen wir mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass es diesmal reicht. Ansonsten hätte man natürlich noch einen Seilwerfer. Der wäre praktisch. Können wir aber hier nicht einsetzen. Das ist unpraktisch. Aber, komm schon. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Nein. Das sieht sogar schlechter aus als davor. Ich stecke ein bisschen fest. Seilwerfer! Seilwerfer! Ach, Mist. Aber wir gehen gleich nochmal unter. Dann können wir ja nochmal neu spawnen. Aha,
Das sieht schon viel besser aus. Dann probieren wir es doch mal so. Schade. Hui. So. Stein um Stein müssen wir uns vorwärts bewegen. Ein Glück habe ich dieses Teil. So, diesmal bin ich fast davon überzeugt, dass wir rüberkommen. Da wird's flacher. Da wird's flacher, es reicht. Schade, dass ich das Teil nicht hier einsetzen kann. Aber das ist eine richtige Strategie. Komm schon, steh. Steh, Kollege. Ach, du bist noch zu kurz. Scheiße. Wie ist denn das jetzt passiert? Aber wir sind auf der richtigen Seite gestorben. Na gut. Irgendwo da hinten. Ah. Geht natürlich nicht, dass wir mal eine Episode haben, wo wir nicht draufgehen. So, da gibt's noch schönen Bernstein. Bernigen Bernstein. Na, wir müssen ja nun da unten hin. Inventar aufklauben und dann sind wir auch fast zu Hause. Hat sich ja gelohnt. Anscheinend darf man nicht mehr als dreimal untergehen. So. Muss meine Aggression kurz hier am Stein auslassen. Nein, da ist so ein Sandpanzerteil. Sandpanzerteil, die müssen wir ausweichen. Zumindest bis wir unser Zeug haben. Vor allem ist es diesmal so gutes Zeug. Das will ich nicht verlieren. So. Erstmal Ausdauer regenerieren. Weil ein bisschen müssen wir schwimmen. Nehmen wir alles mit. Sandpanzer kann ich nicht. Doch, kann ich. Bestimmt Fleisch dahin, Ding dahin, Ding dahin. Und ab ins Basiscamp. In unser schönes Dorf, meine ich natürlich. So, Schubsaft wird sich anbieten. Wir haben echt wenig Hilfgrad. Nehmen wir mal die Beeren. Ein bisschen Geschwindigkeit. Ansonsten, ja, Schubsaft wird was bringen. Baguette. Das Baguette finde ich doch schon nett. Wie lang kaust du denn an so einem Teil? Na gut, war vielleicht schon ein paar Tage alt. War ja auch in der Lava-Höhle wahrscheinlich komplett unessbar knusprig gebraten. Na egal. Er hat's irgendwie runterbekommen. Schwert ausrüsten wir auch. Noch eine Option, die wir wählen sollten. So, und jetzt zurück ins Dorf. Bevor noch was Schlimmes passiert. Sieht aber echt nice aus mit dem Wasserfall und allem. Hier war man, glaube ich, noch nicht. Also zumindest hier oben für die Aussicht war man noch nicht. Hier rumgelaufen sind wir alle mal. Und sieht mal, Euterviecher. Drei Stück. Dann können wir doch direkt streicheln. Ja. Her mit deiner Milch. Euter hoch, her mit deiner Milch. Das ist keine Übung. Ich brauche einen weißen Durstlöscher. Jetzt hast du dir einen zweiten Streichler erschlichen. Dann war die Kuh, die noch hier Milch zu geben hatte. Mensch. Also manche Kühe legen es ja drauf an, dass man sie umschubst. So. Wieso habe ich denn so wenig Energie heute? Komisch. Obwohl, so komisch ist das gar nicht. Ich bin ziemlich viel am Sprinten. Da hinten haben wir Crash-Test-Dummies. Charlie? Ah, da bist du. In Wasserform, ne? Ich hätte es mir denken können. So. Ihr lasst Glas fallen, das finde ich aber nett. Maiskorn kann ich nicht nehmen und die Drohnen zerspringen einfach. Okay, das ist natürlich eine Option, die man einbauen kann. Ich hätte die Drohnen weiterhin gern geöffnet. So, mein Fleischlieferant ist auch hier. Ah, mit dem Ausweichen klappt schon. Klappt schon besser. Zumindest einmalig hat es jetzt geklappt. Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und hinterm Hügel haben wir endlich unsere Basis erreicht. Ach, ist die nicht schön geworden. Und jetzt können wir endlich, zumindest bei der nächsten Folge, tatsächlich diese zwei Anfangshütten noch vollends entsorgen. Wir machen schöne, schöne Schlafzimmer für unsere Dorfbewohner.
werfen vielleicht ein paar Dorfbewohner raus, um bessere zu bekommen. Wer weiß das schon so genau? Wer bist denn du? Hast du einen Schwanz? Ich habe auch einen Schwanz. Wer bist du? Der Lux. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Lux. Ich bin Lukas. Oh, ich hätte dich gern. Du hast so einen schönen blauen Schwanz. Erinnert mich an eine Schlumpffolge, die ich damals gesehen habe, aber die lief nicht im Fernsehen. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.